Mal zum n-Quadrat. Was ist das jetzt eigentlich? Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Jetzt können wir uns vorstellen, wir haben jetzt einen anderen Algorithmus. Also ich gehe nochmal zurück hier. Wir haben jetzt nicht irgendeinen Trichter, in den wir den reintun sollen. Jetzt kommt es ein bisschen suchalgorithmenmäßiger rüber. Keine Ahnung, was unser Algorithmus genau macht, aber der grobe Inhalt ist, er soll sich ein Element nehmen, zum Beispiel dieses hier, und vergleicht es dann mit diesem Element. Dann vergleicht er es mit diesem Element. Dann vergleicht er es mit diesem Element. Und dann mit diesem Element. Dann hat er das mit allen verglichen. Und dann kommen die alle wieder weg. Dann kommt der nächste. Dann vergleicht er dieses Element mit diesem Element. Dann vergleicht er es mit diesem Element. Und dann mit diesem. Und dann mit diesem. Ihr könnt euch vorstellen, wie es weitergeht. Dann schnappt er sich dieses, vergleicht es mit diesem, vergleicht es mit diesem, vergleicht es mit diesem und mit diesem. So, ganz grob gesagt. Er vergleicht alles mit allem. Uns ist oder uns muss an dieser Stelle erstmal egal sein, warum er das tut. Darüber können wir uns wann anders Gedanken machen, aber Fakt ist erstmal, er vergleicht jedes Element mit jedem Element. Das bedeutet für uns, sagen wir, ein Vergleich dauert eine Sekunde. So wie jetzt eben bei dem Beispiel, ein Vergleich dauert eine Sekunde. Das heißt, er vergleicht es mit diesem Element, das kostet uns, ich mache mal hier eine Strichliste, eine Sekunde. Jetzt vergleicht er das mit diesem Element, kostet uns wieder eine Sekunde. Jetzt vergleicht er das mit diesem Element, kostet uns wieder eine Sekunde. Und ich meine, ihr wisst schon, wie es weitergeht. So, und dann haben wir 4 Sekunden. Und genauso geht es im Grunde weiter. Wir können die Strichliste weiterführen. Er vergleicht das mit diesem Element. Uah, haben wir hier eine Sekunde. Das mit diesem eine Sekunde, das mit diesem eine Sekunde. Und also wir stellen fest, auch für das grün markierte haben wir 4 Sekunden. Und ihr könnt es euch sicher denken, auch für Lila haben wir 4 Sekunden. Warum haben wir auch für Lila 4 Sekunden? Weil wir müssen auch Lila damit, damit, damit und damit vergleichen. So, damit das nicht so chaotisch wird, mache ich jetzt die ganzen Pfeile wieder weg. Und wir können mal hier noch eine orange machen und einen hellblauen. So, das bedeutet für uns, wenn wir jetzt hier alles zusammenzählen, also wenn jedes dieser Elemente abgearbeitet werden soll, dann brauchen wir genau diese Zeit hier. In unserem Fall sind das 5 mal 4, also 20. So, und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten jetzt hier noch. Boah, ist das übel gewesen. Wir hätten jetzt hier noch ein Element mehr. So, was passiert, wenn wir jetzt dieses eine Element mehr haben? Wir müssen natürlich dieses eine Element, muss natürlich auch mit allen verglichen werden hier. Das heißt, gut, jetzt haben wir 6 Elemente, der muss mit 5 anderen verglichen werden. Das heißt, pro Element eine Sekunde haben wir also 5. Jetzt ist aber so, der kam ja dazu. Und der rote zum Beispiel hat ja bisher nur hier diese 4 gemacht. Der rote hat also jetzt auch nochmal einen mehr. So, und der grüne hat auch einen mehr und der lila auch und der orange auch und der hellblau auch. Warum? Weil sie müssen ja alle, jedes Element muss ja mit jedem verglichen werden. Das heißt, der lilane, der orange und der hellblaue, die müssen alle auch mit dem blauen hier, mit dem neuen verglichen werden. Das heißt, überall kommt einer dazu. Das bedeutet für uns, wir haben jetzt keine 20 mehr, wie wir eben noch hatten bei 5 Elementen, sondern jetzt haben wir schon 30. Und das nur, weil wir ein Element mehr haben. Und genau so kommt dieses n hoch 2 zustande. Nämlich indem wir jedes Element mit jedem Element vergleichen. Und in diesem Fall sagt es uns auch wieder nicht, wenn wir jetzt, keine Ahnung, 10 Elemente haben, dauert es so lange, wenn wir 20 Elemente haben, dauert es so lange. Das sagt uns dieses O n Quadrat nicht. Es sagt uns nur, pass auf, wenn du jetzt eins dazu machst, dann explodiert das Ganze im Zweifelsfall. Weil überlegt euch mal, wir hatten jetzt nur 5 oder hier 6 dann. Bei 6 sind es 30 Sekunden. Was passiert denn, wenn wir jetzt 100 haben? Das Ding, ich meine, es ist ja n Quadrat, kennt man ja, das geht dann so nach oben irgendwann. Und das wird dann echt lange. Wenn man sich das jetzt auf dem Algorithmus vorstellt, der läuft dann natürlich sehr lange. Das ist jetzt sehr ungewollt eigentlich. Oder sehr, sehr unschön, sag ich mal. Also kurz zusammengefasst, dieses O n Quadrat kommt dadurch, dass man jetzt bei einem Suchalgorithmus zum Beispiel jedes Element mit jedem Element vergleichen muss. Weil man muss sich ja denken, man kann sich das so vorstellen. Ups, ja, wollte ich jetzt eigentlich kurz machen, aber jetzt dauert schon wieder lange. So, wir haben hier n. Und wir haben hier nochmal ein n. Das heißt, das erste Element, das erste n ist so eine Art, ich gehe einfach mal durch die Liste durch. So, erst mache ich dieses, erst bearbeite ich dieses Element, dann bearbeite ich dieses, dann dieses, dann dieses. Das heißt, ein n, also n haben wir sowieso. O n ist immer da. Also n ist immer da. Weil du musst ja mindestens einmal die ganze Liste durchgehen. So, und pro n, für ein n, müssen wir jetzt, naja gut, n minus 1 mal die Liste durchgehen. Also ganz genau, n minus 1, ups, in unserem Fall. Weil das erste Element brauchen wir nicht mit sich zu vergleichen, aber wir müssen es mit allen anderen vergleichen. Also minus 1 mal müssen wir für jedes n, n minus 1 mal müssen wir für jedes Element hier durchgehen. Boah, zu viel n. Also für jedes Element muss ich alle anderen
einmal vergleichen. Und deswegen kommt dann hier das raus. Gut, das wird irgendwie durch die 2, sieht es dann cooler aus. Ja. Die ohne Notation, wie gesagt, ist halt nicht so genau. Und da fällt diese 1 auch einfach mal weg. Die ist uns auch eigentlich voll egal. Weil, habe ich ja eben schon gesagt, es ist uns nur wichtig zu wissen, wie sieht denn ungefähr diese Kurve aus? Was würde denn passieren mit unseren Elementen? Oder mit unserer Laufzeit ungefähr? So, das war auch schon wieder sehr viel Gelaber. Und